Die Mission Mars rollt und rollt und rollt. Mit Piro Parker und mit Writing Bull. Letzteres bin ich, ersteres ist Piro. Timo, hier, bitte. Hallihallo, herzlich willkommen. Jawohl, so sieht's aus. Wir haben schon über 30 Folgen mittlerweile veröffentlicht. Zeit, eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen. Es dauert noch eine ganze Weile, bis wir hier schließlich unseren Flug zum Mars durchsetzen können. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Piro Parker, Timo und ich machen einen Wettbewerb. Wer von uns beiden als erstes auf dem Mars landet, denn das ist das Ziel. Das ist, wie Civilization 6 oder wie in Civilization 6 der Wissenschaftssieg gestaltet ist. Früher landete man auf Alpha Centauri und seit neuestem eben auf dem Mars. Eine unterschiedliche Startvoraussetzung. Mittlerweile ist es so, dass du, glaube ich, deutlich in Front liegst, weil du viel, viel mehr Forschungspunkte generiert hast. Aber ich mache mal einfach einen Vorschlag. Schaut es euch doch mal selbst an. Ich lade jetzt mal die Saves. Zuerst das von Piro Parker von Folge 29, dann meins von Folge 30. Kleiner Spoiler-Hinweis von euch. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, guckt jetzt nicht weiter. Schaut euch erst die alten Videos an und dann werft einen Blick hier rein. Hier Piros Folge 29. Und bitte sehr, das ist Peking. Da leben die Pekingesen oder auch die Pyronesen und Piro Parker ist ihr Anführer. Richtig, jetzt ist Peking ja mitnichten die Hauptstadt der Chinesen in Civilization 6. Deswegen möchtest du ein wenig raus und Richtung Gen Osten zoomen, denn dort steht Xi'an, das Zentrum der chinesischen Kultur, der Piro Parker Anschauer und Zugucker und Teamliebhaber. Schön, dass ihr mit auf meiner Seite seid. Hier also Xi'an, unser Handelszentrum wird da gerade gebaut. Und wir haben jetzt just... Wir sind ja hier noch mitten in der griechischen Offensive. Wir erwehren uns im Südwesten unseres Reiches gegen eine griechische, ja, schaut euch das mal an, hier noch fünf griechische Reiter hier vor unseren Toren, die wir zuletzt relativ erfolgreich haben zurückschlagen können. Das waren auch schon mal viel, viel mehr. Und zuletzt hatten wir die Bilanz gezogen. Das sieht wohl ganz gut aus und wir könnten das wohl schaffen, die bald loszuwerden. Aber damit nicht genug. Im Nordwesten kündigen sich leider ganz viele Adlerkrieger an. Immer wieder tauchen dort 5, 6, 7 Adlerkrieger auf und bedrohen unsere Grenzen. Aber bisher war Montezuma bis auf die Tatsache, dass er uns mehrfach denunziert hat, zum Glück recht friedlich. Was du für wunderhübsche Gebäude hast, hier beispielsweise dieses hier und dass das da drüber steht, das sind Dinge, damit kann ich nicht glänzen. Ich habe nur riesige Schlachtfelder und Totengräber auf meiner Karte, aber so wunderhübsche Weltwunder beispielsweise, die fehlen mir. Ja, das sind ja zwei Weltwunder. Einmal eben die hängenden Gärten jetzt gerade mit der Maus drauf und oben rechts darüber, nordöstlich davon, die große Bibliothek. Da haben wir Chinesen ja den Vorteil, dass wir diese durchaus schnell und merklich beschleunigen können. Wir zumindest die Wunder der Antike und der Klassik. Deswegen konnten wir die recht schnell raushauen, das ist richtig. Ein Blick in die Forschung, denn darum geht es ja schließlich. Wo bist du im Technologiebaum? Ein Blick in Runde 87 bei den Chinesen zeigt uns, dass Piro Parker schon angekommen ist im Mittelalter. Zwei Technologien hier schon sich geholt hat, die Militärtaktik und die Maschinen. Und dann noch ein Blick in die Sozialwissenschaften oder in die Kulturwissenschaften. Wie sieht es hier aus? Und eilst du auch schon Richtung Mittelalter. Bist aber noch nicht im Mittelalter angekommen, noch in der Klassik, aber die nächsten Schritte, die zeichnen sich bereits ab. Das ist ein Blick auf deine Karte und auf deinen Stand. Achtung, da oben links, schaut mal, wie viel Wissenschaft hier generiert wird. 45,2 Forschungspunkte pro Runde. Achtung, jetzt kommt das totale Kontrastbeispiel. So sieht es bei den Skythen aus. Und das hier, das ist unser Kontrastprogramm. Das ist das Reich der Skythen. Das ist die ärmliche Hauptstadt der Königin Tomyris und ihres Atlatus Writing Bull. Pokrovka, kaum Geländemodernisierung. Weltwunder, weit und breit keine eine. Die Chinesen gibt es allerdings auch hier auf dieser Karte. Nur sind die das Ziel unserer Aggression. Was für ein Zufall, Piro. Ich greife tatsächlich die Chinesen an. Eine Flut von Einheiten auf unserer Seite. Unglaublich viele Reiter. Das ist eine Spezialeigenschaft der Skythen. Wenn die einen Reiter produziert haben, tauchen andere auf. Hier haben wir die Römer bereits erobert und eingenommen. Alle römische Städte eingesackt. Jetzt greifen wir hier die Chinesen an. Chengdu und hier eine weitere chinesische Stadt und wollen dann weiter runter zur chinesischen Hauptstadt Xi'an reiten. Auch die gibt es auf dieser Karte. Und das ist das Reich der Kongolesen, die uns am Anfang auch böse angegriffen haben
und wird hier belagert von sehr vielen skythischen Einheiten. Aber der Krieg ist keineswegs, obwohl er gerade, es hat gerade erst begonnen und ich denke, das wird ein sehr zäher Gegner werden. Jetzt ein Blick darauf, wie unterschiedlich das hier ist, unsere Spielweise. Das ist unsere Einheitenliste hier und wenn man die mal runterscrollt, dann seht ihr, das sind einfach eine Flut, allein die Reiter, eine Flut von Einheiten, die in jeder Runde zu ziehen sind, Piro. Ja, Wahnsinn. Also da habe ich immer gerade, nicht einmal ein Drittel, nicht einmal ein Viertel so viele Einheiten, wie du sie hier hast. Aber dafür gibt es auch durchaus heftige Diskrepanzen, wenn ich auf die Forschung blicke, die du produzierst. Ich produziere gerade mal die Hälfte, knapp 23 Forschungspunkte. Das ist lächerlich wenig. Es ist exakt derselbe Rundenstand. Und ich habe ein bisschen Forschung dazu bekommen, indem ich geplündert habe, aber das kann das natürlich bei weitem nicht wettmachen. Auch hier ein Blick in den Technologiebildschirm und ihr seht hier, ich bin hier ebenfalls etwa mit den auf der Höhe ungefähr von Piro Hinken ein bisschen hinterher und habe zwischendurch noch große Lücken auch. Und bei den Sozialwissenschaften sieht es so aus, wie hier zu sehen, auch ich auf dem Weg zum Feudalismus und zu den fortgeschrittenen Regierungsformen. Hier sind wir, glaube ich, so in etwa auf gleicher Höhe, aber kann auch sein, dass du da auch ein bisschen oder sogar ein bisschen mehr als ein bisschen die Nase vorn hast. Hast du eine Religion gegründet? Nein, ich habe keine Religion gegründet. Ich habe ein Pantheon früh gegründet und habe dann eine heilige Stadt von den Japanern übernommen. Japan hatte in Kyoto eine Religion gegründet, mithilfe eines Stonehenge. So gesehen habe ich übrigens eigentlich drei Weltwunder. Aber ich sehe auch hier bei dir, dort bei Rom, ein Stonehenge. Auch in Stonehenge, die Römer haben ebenfalls ihren Konfuzianismus an uns vererbt. Das sind die völlig unterschiedlichen Spielstände bei uns. Ein Blick in die Zukunft. Wer hat die besseren Chancen, die Mission Mars zu gewinnen? Du wirst natürlich sagen, ich liege weit vorne. Und ich werde sagen, ja, Timo hat möglicherweise recht. Ich werde jetzt ganz, ganz viel expandieren und erobern müssen, um dann vielleicht einen furchtbaren Wettlauf starten zu können, um dich irgendwie auf den letzten Metern oder in den letzten Jahren noch einholen zu können. Das ist meine stille Hoffnung, dass der Flug zum Mars so weit in der fernen Zukunft liegt, dass ich vielleicht mit einem riesigen Reich eventuell noch dich aufholen kann. Traust du mir das zu? Ich finde es richtig spannend und wenn man bedenkt, dass du dann sehr viel mehr Städte hast und auch sehr viel mehr Forschung dadurch generieren kannst, halte ich das für durchaus möglich. Ich finde es toll, dass das so spannend ist und dass wir so gegenseitige Spielweisen haben und ich glaube, das gefällt den Zuschauern auch sehr. Auf eine Sache müssen wir natürlich hinweisen, das habt ihr sicher auch schon gemerkt, wir versuchen ja immer bei den Folgen das so hinzubekommen, dass ihr in etwa zur gleichen Rundenzahl bei Timo und bei mir mit dabei seid. Also in Runde 87 beispielsweise. Da ich so viele Einheiten habe und Timo so wenige, führt das zwangsläufig dazu, dass so in etwa auf zwei Folgen von mir eine von Timo kommt, was bei deinen Fans teilweise Unmut auslöst. Genau, also es freut mich natürlich einerseits, dass ihr so sehr darauf wartet, dass endlich mal wieder eine Piro-Folge kommt. Das finde ich total toll. Gleichzeitig, wenn wir dann eben dafür sorgen wollen, dass wir ungefähr auf dem gleichen Stand seid, wenn ihr einschaltet, dann kommt es eben einfach mal vor, dass dann vielleicht auch mal ein Tag vergeht, an dem dann eben mal keine Piro-Folge kommt. Ja, ruhig bleiben, bitte, bitte ruhig bleiben. Das ist nicht so, dass Timo vergessen wird, aber es wäre einfach stinklangweilig, wenn wir hier mit Timo uns hier ins 20. Jahrhundert mit ein paar Einheiten katapultieren würden und dann kommt zwischendurch nach dem Reißverschlussverfahren immer ein mittelalterlicher Krieg bei den Skythen. Das ist nicht der Sache bei der Mission Mars. Wir wollen ja vergleichen, wie wir beim jeweiligen Rundenstand aussehen, nebeneinander. Es geht weiter mit der Mission Mars. Jeden Tag mindestens drei Folgen, ganz selten mal zwei, manchmal sogar vier. Und wir hoffen natürlich alle beide, dass ihr uns gewogen bleibt und bei unserer Reihe weiter zuschauen werdet. Bis dann. Ciao.